uns für den Kurs Street Dance eingetragen? Ich habe es, glaube ich, ausgewählt, weil ich einfach total gerne singe. Weil ich mag Trommeln, also ich mag generell Musik. Also für mich sind Geigen hellblau und Cellos auch dunkelblau. Segelfliegen ist noch besser als Achterbahnfahren. Also es ist eben ein Manga-Kurs, wo man lernt, eben Mangas zu malen. Ja, und da wollte ich halt mit dem Projekt auch mal erreichen, dass ich dann einen Trick zeigen konnte und dann sagen konnte, nee, also da hast du jetzt mal Pech. Das Erwachsenwerden ist eine aufregende Zeit. Sie ist geprägt von Aufbruch, Turbulenzen und der Suche nach der Richtung. Das Vorbereitungsprogramm der Jugendfeier sollte dabei eine Hilfestellung geben. Als sich dann die Möglichkeit so ergeben hat, war ich natürlich sehr begeistert. Die Jugendfeier bedeutet mir auf alle Fälle ein kleiner Abschied aus der Kindheit, ein Schritt ins Erwachsenwerden. Zu einem Lied mussten wir ein Bild gestalten und dann ging es gar nicht darum, ob es schön ist, es musste kein Objekt sein, es konnte sein, was du wolltest, einfach was du gefühlt hast. Und dann habe ich hauptsächlich auch zum Rhythmus, zu kleinen, kurzen Tönen, kleine, kurze Pinselstriche und Opernmusik war mit ganz vielen Kreisen und deswegen freie Malerei. Tonstudio oder so, das macht mir voll Spaß. So diese ganze Aufregung, diese Hektik und das Feeling, man nimmt gleich einen Song auf, den singt man alleine und den hat man dann auf dem Handy und hörst dich dann selber, das ist schon krass, das finde ich schon cool und deswegen habe ich mir auch gedacht, oh ja, das ist cool. Das Gefühl ist irgendwie schön, dann so die Musik zu hören und dann auch selber die Musik zu machen, sonst hört man die ja immer nur irgendwo anders, aber jetzt macht man die halt auch selber. Also am besten hat mir das gefallen mit dem Seil, das fand ich ziemlich lustig und dann hatten wir noch sowas gemacht. Da hatten wir die Karten bestimmt in der Hand und dann konnten wir die so rumschnipsen und dann sind die einmal am Bogen geflogen. Und das ist sowas, was ich echt, also das versuche ich die ganze Zeit zu Hause nachzumachen. Ich finde es halt interessant, dass bei den Mädchen so extrem große Augen dabei sind und die Lichtpunkte, die so eintreffen, wie man die so malt und wie man dann auf jeden Strich und auf jede Gleichheit achten muss, dass jedes Auge genauso sieht wie das andere. Und uns, das funktioniert einfach super, weil wir super zusammenarbeiten können, denke ich. Und es geht einfach auf jeden Fall immer vorwärts. Also das war was, was ich unbedingt machen will und was ich ziemlich interessant fand. In einer Vielzahl von Projekten konnten sich die Jugendlichen ausprobieren und den einen oder anderen Schritt ins Erwachsenenleben machen. Für mich ist Erwachsenwerden eigentlich total toll. Weil man kann halt viel mehr machen, man kommt aus der Schule raus, muss sich einen Job besorgen. Das finde ich halt total interessant, das mal zu sehen, wie das so ist. Manchmal habe ich richtig Lust darauf, erwachsen zu werden und älter zu sein und ganz viele Möglichkeiten offen zu haben. Und manchmal wünsche ich mir echt, ich wäre noch in der ersten Klasse und müsste Bilder ausmalen. So, man muss sich um Geld kümmern, davor habe ich auch schon ziemlich Respekt. Ich denke, es ist einfach so, dass man ab gewissem Alter einfach seine eigene Meinung entwickelt und sagt einfach das, was man denkt. Und dann müssen dann die Eltern einfach mal zum akzeptieren, dass das Kind einfach eine eigene Meinung hat. Eine eigene Meinung zu haben, ist in der Erwachsenenwelt besonders wichtig, weil ansonsten irgendjemand dir eine Meinung vorgeben könnte. In den Projekten wurden verschiedene Themen angeboten, die zum Nachdenken anregen sollten. Im Vordergrund stand die eigene Sicht auf die Welt zu erweitern. Die Jugendlichen sind die Erwachsenen von morgen. In den vergangenen 6 Monaten konnten sie neue Erfahrungen sammeln und die Möglichkeiten einordnen, wie man selbstständig gestalten und verändern kann. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich die Umwelt mehr schützen. Dafür einsetzen, dass Sport nicht benotet wird. Ich finde, man sollte mehr Geld in die Schulen investieren, weil das sehe ich auch bei meiner Schule. Im Winter fällt immer die Klingel aus. Wenn die Lehrerin gesagt hat, ja, die Mädchen können dann schon mal runtergehen und die Jungs, die waren aber böse, die bleiben lieber oben. Also ich finde, in Deutschland sind die Gesetze ziemlich schlaff. Ich finde, es sollte mehr Wohnungen geben. Und das wäre so eine Sache, die ich gerne verändern würde. Erwachsen werden bedeutet für uns, offen für Neues zu sein. Tanz bedeutet für mich, mich in meine Richtung zu bewegen. Erwachsen werden bedeutet für mich, Wissen und Selbstbewusstsein tanzen. Erwachsen werden bedeutet für mich, auch den eigenen Kampfgeist rauszulassen. Erwachsen werden bedeutet für mich, das Leben mit meinen Farben zu füllen. Erwachsen werden bedeutet für mich, immer in Bewegung zu bleiben. Erwachsen werden bedeutet für mich, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Erwachsen werden bedeutet für mich, das Spielfeld zu überblicken. Aber vielleicht werde ich auch noch ein Zauberer, damit ich die Leute verblüffen kann.